Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir gehen heute zur nächsten Mission, A Journey in the Dark. Bedeutet, wir gehen heute durch die Minen von Moria. Wie weit wir in der Folge kommen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Wir haben ja für die letzte Mission allein gefühlt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ich erwarte irgendwie dasselbe. Schön. Aber ich muss immer wieder sagen, auch wenn ich so oft versage, es regt bei mir nicht so wie bei anderen Spielen, wenn du immer wieder und immer wieder versagst, dieses Verlangen irgendwann aufzuhören, weil es einen nervt, sondern es, ja, die Neugier, warum hat es nicht funktioniert? Also sie haben es sehr ordentlich verpackt. Oh, es wird Licht. It's a tomb. No. Quietly now. It's a four-day journey to the other side. Alter, ich hab doch jetzt schon wieder die. Wir müssen die Great. Oh Gott, ich kann mich nicht an die Szene aus dem ersten Teil erinnern. Ich hab's schon nicht gemocht. All Heroes must. Nein. Wir haben Hobbits mit. Das ist gemein. Die haben keine Leben. Also wenn ich es übernommen habe wie aus dem ersten Teil, dann finde ich es voll okay. Oh Gott, nein, ist es nicht mal anders, weil sie so wie aus dem ersten Teil. Es ist dunkler, ekliger und es ist spannender. Es ist. Oh Gott, das. Ich sehe nicht mal was wirklich. Und ich glaube, bei euch ist es nicht besser. Ich sehe halt die Helden aber und die Umkreise, aber die Welt da außenrum, das ist ja für mich ein vollkommenes. Also sie haben es cool gestaltet, das muss ich ihnen schon. Oh, Alter. Unangenehme Sache. Warum bewegt sich das Zeug? Die Minen wurden doch verlassen, vor tausenden von Jahren. Und die Kamera ist wieder mal viel zu schnell. Für all das, was am Bildschirm abgeht. Aber Orks sollten die doch jetzt bekämpfen können, oder? Ich will endlich meine Ruhe! An mir kommt keiner vorbei. Das ist dein Ende. Okay, das ging. Da ist irgendwo noch ein so ein Depp. Wunder mich schon, das Geräusch hat sich nach Fallen angehört. Ich glaube auch nicht, dass das der letzte bleiben wird. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Alter, das haben sie geil. Boah, geil. Also, die Mühe sich zu machen, das Ganze zu. Pff. Wo sind wir? Eine Brücke. Die mir sehr aus dem ersten Teil bekannt vorkommt. Vorne wird irgendwo was Rotes angezeigt. Das taugt mir schon mal absolut gar nicht. Wenn irgendwo Böses in der Ecke angezeigt wird. Da unten seht ihr das. Das ist ein ganz kleiner roter Punkt. Alter, wie tief das ausschaut in dem Game. Boah. Also selbst dafür, dass das jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre schon alt ist, das Game. Schaut jetzt immer noch genial aus. Links, rechts, da lang gehen wir. Alter. Von der Regel, all heroes must survive. Hätten die nicht danach wiederbelebt werden können? Gandalf kann doch bestimmt sowas. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Ich kenne mich nicht aus. Gib mir doch mal einen Lageplan. Ich weiß. Oh Gott, das sind jetzt die Höhlen, die dann so malen. Oh Gottes Willen. Solange ich keine Slender-Musik einsetze, ist alles super. Kann ich wieder raus? Nee, kann ich nicht. Hä?
Alter, es wird auch so dunkel, dass ich nur das sehe, wo ich gerade bin. Wie asozial seid ihr denn? Also ich muss... Oh Gott, ich muss da oben lang. Mann! Also ich bin genauso gespannt auf die große Halle. Wenn das jetzt hier schon so geil ausschaut. Aber auf der anderen Seite will ich es gar nicht sehen, weil ich weiß, dass ich dann in dem Moment wieder kläglich zusammenfallen werde in meinem Nicht-Können dieser Missionsaufgaben. Oh Gott, ich mag gar nicht wissen, wenn wir Isengard oder Isengard irgendwas verteidigen müssen. Oh Gott, das Willen, das wird eklig. Das könnte richtig eklig werden. Hä? Was ist das denn? Ich sehe nur irgendwelche Gänge, wo wir nach A nach B laufen. Ich will die große Halle jetzt sehen. Also jetzt ist Spannung echt gut genug. Oh, jetzt geht's runter. Leck mich am Arsch, jetzt geht's runter. Ist das die Brücke? Nee. Es ist ein sehr schmaler Weg auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das die Brücke ist, von der ich denke. Okay. Das war unerwartet. Ah, da oben gibt's Geld. Ich glaube, das brauchen wir in dieser Mission gar nicht. Alter, was haben die hier gebaut? Sind die denn komplett crazy? Das ist ja... Alter, der Aufwand, der dahinter steckt. Auch bei so einer alten Karte, die jetzt nicht so detailliert ist. Aber trotzdem, du musst ja dir den ganzen... Was ist denn jetzt passiert? Ich wette, wir müssen einfach hier weiter. Das war nur so eine Unterbrechung. Bin mir eigentlich relativ sicher. Weil wir müssen ja durch die normalen Minenschächte, doch nicht durch die Orkschächte. Holy Macaroni. Da sind schon wieder tiefe Minen. Alter. Der schaut so tief aus. Ich muss kurz niesen. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh. Wir brauchen eine Abreibung. Die suchen den Ring. Nimmt sie mal alle nach damit. Alter, aber sie haben. Boah, mir zieht gerade alles durch. Das Niesen alles durch. Alter, was da alles geht. Boah. Bin immer noch überwältigt von der Karte. Die würde ich gerne mal ganz sehen und mir einfach anschauen. Wenn es irgendwie geht. Also wenn die Story wirklich komplett durch schon ist. Also auch zum Durchspielen da ist. Was ich ja irgendwie glaube. Das ist... Ja, also ich muss den Entwicklern echt Props da lassen. Man merkt, wie viel Mühe und Liebe in dieser... Ja. Wie viel Mühe und Liebe in diesen Missionen auch stecken alleine. Okay, hier sind irgendwo Orks. Ich sehe sie bloß nicht mal ansatzweise, weil Gandalf schlicht genau 2 Meter weit geht. Ja, wo denn? Da. Und dann wo wir beim feinen Bogen, wie scheint. Alter, trifft uns gleich nicht mehr. Edge, du findest uns nicht mehr. Hä, wie kannst du es immer noch treffen? So, warte mal, der muss dann hierher kommen. Wo ist der? Da! Ha, die sind echt hinterhergelaufen. Also ich würde mal nach da weiterlaufen eigentlich.
Es ist. Das ist. Wo zum Fick bin ich? Ich könnte doch auch schon das 10. Mal an der Stelle stehen und ich wüsste immer noch nicht, dass ich da bin. Oh, holy, das schaut nach der großen Halle aus. Darüber! Da! Das hat auf jeden Fall Anschein wie die große Halle. Oder auch nicht ganz eine große Halle. Okay, es war keine große Halle. Da lang wahrscheinlich, oder? Ich bin auf jeden Fall irgendwo, wo ich noch nicht war. Nach Karte. Wie sehr man dem vertrauen kann. War da gerade ein Höhlentroll? Das ist ein Höhlentroll! Ich hätte gerne geupgradet. Lass mich raten, das hätte ich die ganze Zeit nutzen sollen. Ich tue ihn upgraden. Jetzt kommen die ganzen Oxid. What? Hä? Ich habe irgendwas vollkommen übersehen wahrscheinlich, oder? Nee, ich hätte wahrscheinlich hier lang müssen. Kommt man da überhaupt lang? Nee, das ist versperrt auch. Okay, das war eine komplette Abzweigung. Denn hier irgendwo lang? Oh, hä? Hä? Wo zum Fick muss ich hin? Okay, dann gehen wir hier runter. Alter, wo sind wir jetzt? Da ist ja ein richtiger Wasser. Alter, die haben sich voll Gedanken darum gemacht. Wir könnten eigentlich einen alten Account einführen für die ganze Sache. Woche, wie oft ich insgesamt schon Alter gesagt habe. In dieser Aufnahme. These Blades in Moria look there. Ja, scheiße, ich hätte es doch mit Aragorn machen müssen. What do we have here? Hä? Habe ich irgendwas komplett verstanden? Find Balins Axe. Find 5 Dwarf Treasures? Reach the Great Hall within 10 minutes. Ja, das werde ich. Wie soll ich denn die Great Hall in 10 Minuten finden? Ich bin total verwirrt, wo ich gerade bin. Ihr seid, finde ich, find the Great Hall in 5 minutes. Ich habe immer noch nicht mal einen Plan, wo ich gerade steck. Wenn du mir sagst, wo ich bin und wo ich hin muss, ist alles okay. Aber ich finde, ich habe gar keinen Plan. War ich hier schon mal? Hm? Wo ist denn die große Halle? The Great Hall. Ich war ja irgendwo gerade, wo sie sogar gequasselt haben. Also auf jeden Fall Chat kam. Also ich war doch jetzt sicher schon irgendwann mal, hä? Wo zum Fick bin ich? Warum haben die Zwerge keine Wegweiser gebaut? So noch 500 Meter bis zur großen Halle oder sowas. Das wäre echt hilfreich. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich gerade stecke.
Hallo, wo bin ich? Echo! Echo? Es ist echt das Moria Labyrinth 2.0, ey. Es ist schlimmer, als ich mir alles weiß. Es ist eine wunderschöne Karte, aber wenn man nichts sieht. Das ist ein großes. Nee, es ist dieselbe große Tür wie sonst immer. Ich bin sehr, sehr weit oben. Also muss ich doch. Ich bin am anderen Ecke der Karte. Ja! Bin ich denn jetzt hier richtig? We shouldn't linger here. Indeed, we could not read those stones even if we had time. They also kept secret. Ja, wo bin ich denn? Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Da ist aber eine Tür raus. Und da kommen auch Orks daher. Ich habe ja immer noch die Vermutung, da wo die Goblins herkommen, da muss ich hin. Ich weiß bis nicht immer, ob ich da so ganz richtig liege. Ach nee. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Wo ist denn die Great Hall dann? Gandalf, the papers record of Balin. The fate of Balik's expedition at this place. What the fuck? What? Was geht jetzt ab? Moment! Gib mir eine Sekunde! Was passiert hier? Moment! Was geht hier ab? What? What's happening? Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge, weil ich werde es gleich speichern. Ich bin gerade komplett brainfucked. Also so komplett brainfucked. Wir haben, wie scheint, das Buch von Balin gefunden, wo es darum geht, wie er in Moria einmarschiert ist mit seinen paar Leuten. Was genau geschehen ist mit ihm und was wir aus seinem Buch erfahren, erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.